So, moin moin, ich grüße euch, schön, dass ihr alle da seid. Heute werden wir mal ein bisschen mit Benji sprechen von Quarius Inventory. Schön, dass du da bist, Benji. Hey, einen wunderschönen guten Abend. Hallo. So, ja, es gibt so ein, zwei Punkte in den News, die ich für ganz wichtig empfand und habe die mal hier reingeschmissen. Um die werden wir uns zuerst kümmern und danach werden wir dann mit Benji schnacken über seine Korb und ja, seine Zugehörigkeit zur RHP und werden uns einen doch recht gemütlichen Smalltalk-Abend machen. So, dann fangen wir mal an. Tier 1 Abyssal Filaments an aktive Piloten verteilt. Ihr habt es sicherlich mitbekommen, dass ihr einlösbare Gegenstände bekommen habt. Und zwar haben alle Kapselpiloten, die seit dem 15.11.2016 angemeldet sind, ein Filament bekommen, ein T1 Filament. Darunter ein Calm Dark, Calm Electrical, Calm Exotic, Firestorm und Gamma Filament. Jeweils eins davon. Damit man einfach mal die, ja, die neuen Sites antesten kann mit Schiffen. Letzte Woche haben wir dazu ein paar Fittings verlinkt. Und ich selber habe es auch ein wenig getestet mit einer Gila. Ich glaube, Benji, wie viel waren es mittlerweile? Ich glaube, drei, oder? Ich habe aufgehört zu zählen. Hör auf. Ich bin immer noch am Testen. Den perfekten Fitting dafür. Und ja, es macht auf jeden Fall Spaß, keine Frage. Wenn ihr könnt, probiert das Ganze mal aus. Lohnt sich auf jeden Fall. Dann gibt es noch einen etwas unschöneren Punkt leider, den ich vorhin noch aufgeschnappt habe. Und zwar geht es um die CSM-Wahl, die ja aktuell läuft. Testallianz-Kandidat Creature Verpio von der CSM-Wahl ausgeschlossen wegen rassistischer Bemerkungen. Ich habe mal die Logs dafür hier rauskopiert, beziehungsweise die Seite. Könnt ihr euch selber mal anschauen, was da abging. Ich habe dann, moin Pillepalle, ich habe das Ganze mal ins Deutsche für mich übersetzt. Also nicht den Text, sondern von den Nachrichten. Vor 7 Monaten hat PNIF Smash die Kontroversen, die fremd ist, auf Reddit rassistische mit Verhaltensweisen geprahlt. Die zeigen, wie Test Alliance auf seiner höchsten Ebene weiße Rassisten beherbergt. Ganz mieses Thema, muss ich echt aufpassen, was ich jetzt hier sage. Und zwar verwendete Creature Verpio das bekannte N-Wort in abwertender Begriff für Afroamerikaner nicht weniger als dreimal in diesem Gespräch, was ich euch da gerade verlinkt habe. Ja, jetzt gibt es so ein paar Diskussionen darüber, ob Test Hassreden unterstützt. Ich distanziere mich davon mal, weil das stand eben auf dieser News-Seite. Hallo Harui, grüß dich. Wie gesagt, schwieriges Thema. Schaut euch die Logs selber mal an, was da drin steht. Schön ist es definitiv nicht, dass er das so verwendet. Ja, dass er dadurch natürlich dann durch die CSM-Wahl ausgeschlossen wird, durch solche rassistischen Bemerkungen, ist natürlich auch klar. Weil wenn man sich auf einen politischen Posten in der Hinsicht bewirbt, dann sollte man nicht unbedingt zu diesem Zeitpunkt sowas raushauen in der Öffentlichkeit. Gut, dann ist das tatsächlich schon durch. Ja, viel mehr war es heute nicht. Es gibt noch so ein paar Punkte, die ich nächste Woche dann hier mit einfügen werde. Das wird wieder ein bisschen umfangreicher werden. Es gibt momentan so ein paar kriegerische Akte in Eve, wo insgesamt 6 Allianzen vertreten sind. Da hole ich mir noch ein paar Infos zu ein, damit das Ganze dann auch passt. Das ist dann wohl ja, die Füllung für das Sommerloch quasi. Aber man merkt es, das Sommerloch ist da. Es sind weniger Spieler auch bei uns verfügbar und dementsprechend gehen auch die Nachrichten runter. Deshalb kann ich das momentan so relativ schnell durchdrücken. So, Benji, wir kommen jetzt mal zu dir. Würde ich sagen. Du bist CEO von Quarius Inventory. Das ist korrekt. Ich würde jetzt mal sagen, wir fangen bei dir an. Du bist ja eine doch kleine Berühmtheit durch Quarius geworden und durch so einige ja,
doch wichtige Standpunkte, die besonders Freitags dann immer ausschlaggebend sind. Willst du erst mal erzählen, wie lange spielst du in Geneve? Also gleich vorneweg, ich bin keine Berühmtheit, ich habe nichts, ich bin einfach nur, ja, ich bleib dabei. Das ist ein Spiel. Wir versuchen Spaß zu haben, wir versuchen Spiel in dem Spiel Spaß zu haben. Deswegen das Ganze vorneweg. Wie lange Benji schon spielt? Nun ja, er hat angefangen 2010 zu spielen, hat aber auch nach ungefähr 2,5 Jahren mal eine Eve-Pause gehabt. Ich glaube, das kennt jeder, wenn Yep. es Real Life mal zuschlägt. Und Definitiv. dann irgendwann wieder angefangen zu spielen, wieder zu intensivieren, ein bisschen umzukrempeln, ein bisschen umzustellen. Und War dann voll schon ein, durchgestartet. ja, vor allem die Skills umgestellt. Von Miner Industrialist ging es dann mehr Richtung PvE, PvP. Sehr schön. Macht ja nicht jeder meiner unbedingt. Ja, erzähl ruhig weiter. Wie ging es dann in deinem Werdegang weiter? Ja, es gibt viele Stationen, man kann ja auch gerne reinschauen. Ich habe im Highsec angefangen, unter anderem mit Chrome Corporation. Damals hatte ich noch einen 12-jährigen CEO, der im TS immer seine Stimme mit einem Synthesizer verstellen musste, weil er Angst gehabt hatte, dass er hier unter Älteren spielt und dass sie ihm dann nicht mehr folgen, wenn sie halt merken, dass er halt doch ein etwas jüngerer Jüngling ist. Jawohl. Aber Sorry. soll es auch geben, aber es ist, wir werden ihm auch so gefolgt, das war nicht das Problem. Er war nett, er hat uns immer geholfen, er war stets zur Sache, zur Strand, zur Rat und Tat zur Seite, weil für mich war es damals noch, auch mit über 18, über 20 Jahren, auch doch ein Anfänger in dem Spiel. Na ja, Und okay. so habe ich. Wenn er die Ahnung natürlich hat, warum nicht, ne? Er hatte sie, er hatte auch die Ahnung, er hatte auch das ISK, er hatte auch die Schiffe. Und wie gesagt, er hat halt mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Wie gesagt, damals, Wunderbar. das war mein erster CEO mit Chrome Corporation. Ja, Grüße gehen raus, falls irgendwann mal jemand dieses Video sehen wird. Jetzt ist er bei uns CEO. Sirkuelo, Sirkuela. Aber ich weiß nicht, ob er noch spielt, ob er noch aktiv ist. Alles Klärchen. Okay. Ja, deine persönlichen Ziele in Eve. Was hast du so für einen, ja, Footprint, den du hinterlassen möchtest? Vorab kann man ja schon mal sagen, CCP, danke für die Monumente in Reykjavik. Da ist schon ein kleiner Footprint drin. Ich bin auch drauf. Korrekt. Ich glaube, viele wissen es vielleicht gar nicht. Alle Spieler, die zu einem gewissen Zeitpunkt Kriegs angemeldet waren, sind auf diesen Monumenten in den Tafeln im Boden drin vorhanden. Unter anderem bin auch ich drin. Also ein Footprint habe ich in dem Sinne, aber das ist mir nicht so wichtig. Es ist der Spielspaß steht im Vordergrund und das ist das Wichtigste, was es eigentlich überhaupt gibt. Weil letztendlich, wir wollen mit dem Spiel ja Spaß haben. Wenn wir mit dem Spiel nicht mehr Spaß haben, dann lege ich es weg, dann deinstalliert man es. Deswegen eigentlich, ja, das Motto, Spaß haben. Fun for the win. Wunderbar. Wunderbar. Ja, ne, ich habe mit den Gilas auch immer Spaß, trotzdem werde ich angemeckert. Könnte an deinem Fitting liegen, aber dazu später mehr. Das machen wir dann, wenn der Stream aus ist. Ja, was würdest du als einsamer Eve-Pilot mit auf meinen Planeten nehmen? Puh, gute Frage. Immer wieder schön, die Frage. Einsamer Planeten. Und sag jetzt nicht eine Pulle Wein. Okay, ein Weinkeller Wein. Ein Keller voller Wein. Okay, das klingt gut. Nein. Mit auf einen einsamen Planeten. Meine Familie. Viel Spaß. Sauerstoff. Sehr gut, sehr gut. Aber die Familie hat noch keiner genommen. Ach, warum nicht? Naja, okay. So, ich würde sagen, wir kommen ja, zum Thema Korb. Aquarius Inventory ist der Korbname. Wie ist der entstanden? Ja, Quirius Inventory. Eigentlich, ja, wir gehören zum Inventar von Quirius. Meiner Zeit und auch mit den Leuten, die ich in meinem Werdegang getroffen habe, haben wir doch viele Leute gefunden, auch aus der Quirius-Region.
auch aus Zeiten als Test, als Boons das Ganze vermietet hatten, als Test, als Init das Ganze vermietet hatten. Da waren wir damals noch Render hier und da, EA und sonst was oder NA, Northern Associates. Da haben wir halt irgendwann gesagt, naja, eigentlich gehören wir ja schon zum Inventar von Quirius. So doof es klingt, wir haben es einfach ins Englische übersetzt. Deswegen Quirius Inventory. Na gut, warum nicht, ja? Sozusagen der Quirius Inventar. Kam halt einfach so, wir waren auch damals schon noch in Hungarius ansässig, ob jetzt durch die einen oder durch die anderen Fraktionen oder durch Bergmann oder Darkness oder durch die Unsinkables. Es sind schon ein paar Namen dabei gewesen, wo wir einfach uns auch einfach wohlgefühlt haben in der Region von Quirius. Es ist nicht wirklich in der letzten Ecke. Es ist nicht unbedingt jedermanns Space, der sehr beliebt ist, aber für uns hat er gereicht, für unsere Ansprüche hat er gereicht. Der PvP-Space. Auf jeden Inzwischen Fall. und in letzter Zeit, ja. Du hast es ja mitbekommen mit dem Quirius Fight Club. Ob jetzt 1.0 oder 2.0 oder 3.0. Oh ja. Die guten wie die schlechten Seiten. ja, ich würde sagen, es gibt dazu ja auch eine kleine Geschichte zum Quirius Fight Club, die ja vor nicht allzu langer Zeit passiert ist. Ich würde sagen, darüber schnacken wir dann gegen Schluss mal. Und das ist ja doch recht interessant, was da so passiert ist. Und ja, spezialisieren wir uns jetzt erstmal auf den Korb. Was genau wird alles betrieben bei dir? Beziehungsweise gibt es irgendwelche Ausgrenzungen? Piraterie. Alles klar. Piraterie wird ausgegrenzt, beziehungsweise viele kennen es vielleicht noch, Canflipper im Highsec, die den armen, armen meinen, die Erze klauen und dann damit halt den Security-Status senken oder sich als Ziel markieren, um dann halt die armen Miner übers Ohr zu hauen. Ja. So ging es auch mir in der Anfangszeit. Oh Das ist ja. etwas, was von uns nicht unterstützt wird, auch nicht von unseren Spielern oder Mitspielern. Ansonsten, wir haben hier unseren Redneck, unseren Sprachrohr zur Welt. Wir haben hier andere Leute. Wir haben hier ja sogar ein, zwei Minern Produzenten. Wir haben viele PvP-Spieler inzwischen oder PvE-Spieler halt auch. Wir haben auch ein paar Leute, die ein bisschen nebenbei versuchen, ein paar Reaktionen zu fahren. Auch wenn meistens mehr das Labor in die Luft fliegt, als dass es irgendwie was bringt. Ah, Oder sehr die gut. Goons schalten es ab, haben wir auch schon gehabt. Oh ja. Im Grunde genommen ist es einfach, ja, ein lustiger Haufen. Einfach der Zusammenhalt, die Menschen, die Leute in der Korb, das macht eigentlich das am meisten aus. Für mein Stream ganz kurz nebenbei, falls das einige noch nicht wissen oder neu dazugekommen sind. Er ist mein CEO. Ich bin angestellt bei ihm. Sogar als Co-CEO. Einer von vieren. Und also ich von meiner Seite her versuche das Ganze heute, ja, wie immer neutral zu halten, euch das kurz vorzustellen. Wir nehmen ja einmal deutsche Korps mit rein und ich weiß gar nicht, warum wir noch nie geschnackt haben im Newstime Stream Benji. Irgendwie ist das immer an uns vorbeigegangen. Aber für heute Hast du hätte immer ich. wichtige Persönlichkeiten gehabt und Ja, nicht so jetzt habe ich jemand wie dich. mich? Siehst du, jetzt bist du wichtig. Bin ich wichtig? Wir hatten ja schon ein straffes Programm in der Vergangenheit und für heute wäre Ja. tatsächlich dann wieder ein Interviewpartner ausgefallen. Da habe ich mir gedacht, ach komm, Benji, ganz spontan, wir schnacken jetzt mal eine Runde und stellen Jetzt mal. bin ich der Lückenbüßer. Danke. Jetzt weiß es sogar die Community. Du bist meiner. So. Ja, nein. Und ja, ne, Eigenlob, Eigenwerbung stinkt, aber nein, heute Komm machen du wir das mal mal nach so. dem Stream zu mir. Ich Aha. muss dann auch leider offline. Ich habe mal wichtige Termine. So. Warte mal, ich ruf mal kurz Neo an. Oh nein, es gibt keinen Geheimdienst. Ja, also ihr merkt es auch, wie wir uns unterhalten. Es ist auf jeden Fall eine sehr nette Community, muss ich sagen, bei uns in der Korb. Ich kann das eigentlich gar nicht so erzählen, weil ich muss neutral bleiben. Verdammt. Aber es macht tatsächlich Spaß mit den Jungs und mit den Mädels vor allem. Wir haben immer was zu lachen. Eigentlich jeden Tag zu jeder Uhrzeit. Und ich finde, das macht eine gute Community auf jeden Fall aus. Gut, ja, in welcher Region sind wir denn aktuell vertreten?
Nicht mehr in Quirius, leider Gottes. Ne, da gab es auch so ein paar Probleme. Ich glaube, ich muss einen Antrag stellen bei CCB, um den Namen zu ändern, oder müssen wir halt doch eine neue Korp gründen. Man kann das Naja. natürlich auch als anders sehen, ne? Wir sitzen im hohen Norden bei den Göttern. Einige haben es ja mitbekommen durch den Stream, wo ich immer rumflatter. Also ansässig im Norden oben. Und ja, auf jeden Fall eine schöne Ecke. Obwohl Quirius auch echt schön war, muss ich sagen. Gut, ja, das tägliche Geschäft, Benji. Ich bin ja immer in meiner kleinen eigenen Welt und habe viel durch den Stream zu tun. Erzähl doch mal, wie so ein typischer Tag aussieht. Ich weiß nicht, auf dem Samstag. Bestes Beispiel war ja gestern Abend dann noch so eine Spontanaktion. Möchtest du das einmal so ein bisschen ausführen, was bei uns so gemacht wird? Ja, klar, gerne. Generell ein Tag, wie so ein Tag aussieht überhaupt. Ja. Ich arbeite, ich habe auch einen Job im Real Life, ja. Aber wenn ich dann abends online komme, Mails checken, mit den Kollegen schnacken, mit den Kollegen, die offene Fragen haben, lernen, etc. pp. Schauen, was wir noch ans Material brauchen für unsere Flotten, für sonstige Sachen. Und wenn dann halt so Gelegenheiten kommen wie am Samstag, ja. Haben sich ein paar Leute verirrt bei uns in der Pocket und wir wollten sie doch dann gerne nach draußen eskortieren. Allerdings, die wollten dann irgendwie nicht mehr raus, nachdem wir dann doch gecallt haben und innerhalb von 5 bis 10 Minuten fast 25 Mann zusammenbekommen haben aus unserer Allianz. Vielen Dank an das nette, schnelle, kleine Form-up. Das habt ihr gut gemacht. Mit noch der kleinen Fußnote dazu. Es ist definitiv keine PvP-Allianz. Also das war echt Nonplusultra top. Ja, das ist keine PvP-Allianz, aber auch PvPler können in andere Schiffe steigen, die auch ein bisschen Schaden machen können oder die auch einfach dem Gegner vielleicht ein bisschen die Lust rauben, wiederzukommen. Und so, glaube ich, haben es auch unsere Kollegen gesehen, die dann nicht mehr raus wollten. Sie haben sich verbarrikadiert, haben die an den Schrank vor die Tür geschoben und haben sich gemütlich gemacht in K8, bis ihre Freunde dann von Socket Closed und anderen Fraktionen gekommen sind, um sie dann da rauszuholen. War, ja. Sie hatten doch Witzig. ein bisschen Angst vor ein paar Treasuren. Ja, also wie gesagt, Treasure Flotte. Ich habe es am Freitag gestreamt gehabt. Genau, am Freitag war es. Die waren schon böse, die wir hatten. Wir wurden ziemlich hart belächelt dafür eigentlich. Aber hat Spaß gemacht. Ja, freitags, was ist freitags, Flo? Ja, genau. Wir kommen mal zu den schönen Dingen, die sich rumsprechen. Und es wurde tatsächlich auch schon mal danach gefragt, ob das eine öffentliche Aktion wäre. Nein, das ist eine allianzinterne Aktion. Benji ist bei uns zu 90% FC in der Korb. Und ich muss sagen, Benji, an dir Daumen hoch, großes, großes Lob. Ich bin der Kerber vorm Herrn und bin jetzt bei Benji seit fast einem Jahr. Und muss sagen, PvP fängt an, mir Spaß zu machen und ich setze mich jetzt schon freiwillig in Schiffe und gehe schießen. Habe ich vorher nie gemacht, weil PvP war immer so. Nee, ich Wer gehe muss dann. sich ihn treten? Ich gehe dann mal off, ich habe da keine Lust zu, ich gehe minern, ich gehe ratten, ich mache Iskis. So dieses typische Kerberverhalten und so bei PvP-Anstand bin ich weg gewesen. Und mittlerweile bin ich einer von denen, der den Leuten so auf den Nerv geht. Komm, wir gehen schießen. Daher vielen Dank, Benji. Bist ein guter FC und ein guter Ausbilder in der Hinsicht. Und ja, freitags finden bei uns die Green Beans immer statt. Die streame ich ja auch eigentlich immer für euch, weil das hat sich so implementiert. Das wird gerne gesehen. Besonders weil wir meistens mit Anfängerschiffen unterwegs sind, wo eigentlich viele sagen, was macht ihr denn jetzt mit euren Karakals? Das könnt ihr niemals irgendwen mit angehen. Was hatten wir hier? Unser höchster Kill, wie hieß das Schiff? War das eine Reaver? Nee. Eine Balgorn, ne? Und eine Curious. Diese, keine Ahnung, Und ein 700, 800 Quirius Millionen. war es, eine Balgorn, aber wir hatten Alter. auch schon andere lustige Schiffe gehabt. Es geht ja nicht um die billigen Schiffe, es geht einfach nur um den Spaß zu haben. Und wenn du halt, so wie du eben schon gesagt hast, wir haben keine Profi-PvP-Spieler, aber auch einer wie ich hat irgendwann mal gesagt, oh, ich habe keinen Bock mehr, ständig aufs Fresse, ständig verliere ich mein Schiff, jetzt steigen wir doch mal oben und geben halt mal Gas und gehen halt mal in die andere Richtung.
Fliegen wir halt mal was Leichtes, was leicht zu skillen ist, was nicht unbedingt gerade so super schwierig ist. Klar, ich kann auch hochziehen und sagen, hey, passt auf, hier, wir fliegen nur T3, Bin dabei. Tengu, Loki oder sonst was. Aber dann habe ich halt zwei, drei, vier Leute, vielleicht noch die aus meiner Korb, und der Rest sagt, kann ich nicht, habe ich nicht, mag ich nicht, will ich nicht. Das bringt uns nichts. Deswegen haben wir halt hier einfach einen leichteren Schritt gewählt, um so viele wie möglich Leute zu begeistern. Und das ist eigentlich auch etwas, wo ich dann sagen kann, das habe ich meinem Vorgänger abgeguckt. Einem guten Pure Temptation. Da haben wir damals eigentlich mal angefangen, den Quirrius mit den richtigen Green Beans, Atrons und Condors. Einfach nur mit denen halt Leute ärgern und abschießen. Weil selbst wenn du 20 von den Dingern auf dem Crit hast gegen einen, du machst den platt. Punkt. Und es hat Richtig. geklappt. Und die Leute hatten Spaß. Und die Leute haben halt ein bisschen was gelernt. Was ist zu beachten? Was muss man tun? Wie muss ich mich ausrichten? Kriege ich das am besten hin mit dem Tackle? Und das sind eigentlich die Green Beans. Es geht darum, den Leuten ein bisschen was Praktisches beizubringen, denen nicht den Spaß zu nehmen am PvP, aber denen halt auch einfach ein bisschen was zu erklären. Deswegen, ich habe unheimlich gern, wenn auch Leute Fragen stellen oder ein bisschen einen kleineren Theorieteil machen. Klar, Theorie darf nicht überhand nehmen. Es ist ein Spiel. Die Leute wollen Spaß haben am Spielen und nicht hier pauken. Ich bin hier kein Lehrer. Deswegen einfach nur mal kurz ein paar Kleinigkeiten erklärt. Warp Scrambler, Warp Disruptor, Unterschied, tralala. Einfach ein paar Kleinigkeiten. Das kann man ja super dann am besten Beispiel in der Flotte machen. Und das ist das Ziel und Sinn und Zweck der ganzen Sache. Einfach um den Leuten auch ein bisschen die andere Seite mal zu zeigen und nicht immer nur der Kerber, der ständig abgeschossen und genervt wird von irgendwelchen Angreifern, Noids, etc. Da sitzt halt mal dann der Miner am Drücker und schießt halt mal jemand anderen ab. ganz kurz für meine Community. Wenn ihr Fragen habt zu Banshee, zu den Green Beans, zu Quirrius Inventory, dann könnt ihr die gerne stellen. Ne? So wie gehabt, könnt ihr da gerne immer zwischendurch was reinhauen. Dann werden wir das Ganze für euch beantworten. Das soll ja nicht ein einseitiges Gespräch nur von uns beiden sein. Und ja, eine wichtige Sache hast du allerdings vergessen, Banshee, mit den Green Beans. Klar, dass der Spaß im Vordergrund steht, dass wir da auch ja, absolute Anfänger mitnehmen, die wirklich null Ahnung von nichts haben, die noch nicht mal wissen, was Leiden ist. Dem wird sowas gezeigt. Direkt in der Flotte, mit allen, die da sind. Deshalb zieht sich dieser Stream freitags auch manchmal noch eine halbe Stunde nach hinten, weil wir dann welche dabei haben, die wirklich von nichts Ahnung haben und wir denen das dann nochmal schnell on grid zeigen. Erinnerst du dich vor 2 Wochen, wo wir die Logis dabei hatten? Ja. Mit der Beobachtungsliste. Auch Sehr das geil. muss geklärt werden. Ich meine, viele wissen es nicht, viele kennen das nicht, viele haben noch nicht in die Flotte geflogen. Selbst ein erfahrener FC hat gesagt, ja, die nehmen Logis mit, das kriegen die nie auf die Reihe. Naja, wenn du denen das nicht zeigst, erklärst und einfach mal mitnimmst und einfach mal ein bisschen was dazu sagst, dann kriegt das keiner nie hin. Es ist unfair zu sagen, hier hast du YouTube-Videos. Guck, wie du klar wirst, klar wirst, klar, schlau wirst, etc. Das ist einfach doof. Mach so einfach ein praktisches Beispiel. War halt schade für Flo sein Stream, weil es ein bisschen in die Länge gezogen worden ist. Bisschen. Durch die Logi-Übungen und etc. und Beobachtungsliste etc. Aber man sieht hin, die Leute haben es hingekriegt. Es hat sogar sehr gut geklappt. Es hat so gut geklappt, dass der gegnerische FC sich gemeldet hat, tatsächlich, und gefragt hat, was für Profis wir dahinter gesetzt haben. Wir waren darüber selber ein bisschen baff, weil einer hatte, glaube ich, Ahnung von den dreien, ne? Der hat ihnen das On-Grid gezeigt, wie das Ganze funktioniert. Die hatten gerade so ihre Grundskills. Und was jetzt ganz wichtig ist, was ich selten erlebt habe, wir hatten einen Piloten dabei, der wollte unbedingt eine Osprey fliegen. Der hatte aber noch keine richtigen Skills dafür. Und da wurde innerhalb von 10 Minuten Geld gesammelt für den Skill-Injektor, damit er sich den kaufen kann. Der große war das, ne? Für 700. Der große Skill-Injektor wurde dann organisiert. Irgendjemand hatte noch ein paar Skillbücher rumliegen. Und dann wurde das mal schnell, ja, kurz vor Flottenabflug, fertig gemacht für den Spieler, damit er die Möglichkeit hat, da mitzumachen. Fand ich echt geil, die Aktion. Muss man einfach mal sagen, gibt es nicht überall. Aber ja, zu der Geschichte mit der Logistik. Der FC hat sich bei uns gemeldet und meinte, Alter, wir haben es nicht geschafft, euch zu knacken. Was ist da los? Ja, gute Logistik, ne? War ein Anfänger. Der kam darüber genauso, wenig hinweg wie wir, dass er sich bei uns gemeldet hat. Also, ja, Erfolgserlebnis für unsere Anfänger, hat ihnen Spaß gemacht, waren ja die letzten Tage auch wieder da und so soll das Ganze dann auch sein.
Von nichts eine Ahnung haben ist mein Motto, sagt der Dexo. Grüße dich. Ja, ist in Ordnung. Es gibt immer welche, die mehr Ahnung haben. So. Ja, das sind die Green Beans. Ist auf jeden Fall eine schöne Aktion jeden Freitag. Und wenn ihr wollt, schaltet Freitag wieder ein. Ab. Unsere Zeiten haben sich geändert, ne? Ja, und zwar wir fliegen zu, sagen wir mal so, eigentlich so gegen 9 Uhr deutscher Zeit, 9:30 Uhr fliegen wir los, aber das kann immer mal wieder variieren, weil vielleicht doch noch ein paar Nachzügler kommen oder weil der eine oder andere noch Probleme hat oder noch irgendwas kurz abgeklärt werden muss oder kurzfristig der FC entführt wird in Meetings. ein Hinterzimmer. Meetings, immer Meetings. ja, es wird dazu tatsächlich jetzt ab Freitag schon, glaube ich, war es, eine neue Kampagne stattfinden. Wir werden mal ein bisschen uns verlagern. Hallo, das Ja. ist doch noch geheim. Ja, aber ich muss die Leute triggern, damit sie Freitag einschalten, sonst habe ich keine Zuschauer. Sollst Spannung Also. aufbauen, du sollst ihnen nicht gleich das Wort in den Mund legen. Lasst euch überraschen, das wird schön. nein, wir haben ja immer so ein bisschen das Problem, dass wir PvP suchen und keins finden. Dementsprechend haben wir uns was Schönes überlegt und könnte echt witzig werden. Ich muss mir auf jeden Fall noch ein paar Schiffe kaufen. So, Thema Green Beans. Benji, hast du noch irgendetwas, was du unserer Community mit auf den Weg geben möchtest? Sonst würde ich dieses Thema abhaken jetzt und dann würden wir weitermachen. Bevor wir weitermachen, ein großes Dankeschön an die Unterstützer für die Green Beans von den Green Beans. Ob das jetzt Wodka Martin ist, ob das Foronom ist, ob das Guran Suram, die Leute aus der Community von der RAP sind. Das ist eine Familie, vielen Dank. Und wir halten hier echt zusammen, das klappt gut. Wir schauen, dass wir hier alles soweit fertig haben oder halt auch anderweitig. Da wurde gerade hart gewispert. Ja, auch einmal von meiner Seite vielen Dank. Ich organisiere das Ganze immer mit und wir sind auf Spenden angewiesen in der Hinsicht, weil wir geben auch unseren Anfängern die Schiffe für low manchmal raus, wenn es eben ISK-technisch nicht passt und ja, unterstützen die dabei. Deshalb danke, danke, danke. Weitermachen so. Wir sehen uns Freitag. Gut, ja. Blub, kommen wir mal zum Thema Recruiting, würde ich sagen, Benji. Curious Inventory sucht doch bestimmt Member. In der Tat. Vor allem Anfänger hätten wir gern, nehmen wir gern, weil wir gerne auch was erklären. Gibt es Voraussetzungen, die man erfüllen muss? Muss man PvP machen oder sollte man PvP machen? Leider Gottes, wir haben ein paar Anforderungen. Oha. Die weiß ich Der nicht mal. Spieler muss Spaß mitbringen. Spaß am Spiel, das ist wichtig. Alles andere, ja, kommt von allein. Kann man drüber sprechen. Haruhi sagt gerade alle zu mir. Sie ist unsere Recruiterin, meine feine Mod-Dame. Schön, dass du wieder da bist. Ja. Ich würde sagen, wenn du möchtest, Benji, hau einfach mal so einen, ja, Standard-Rekrutierungssatz von uns raus. Unser Motto: Alles kann, nichts muss. Einfach zusammenhalten und Spaß am Spiel haben, das ist wichtig, das ist für uns wichtig, das ist auch wichtig für unsere Allianz. Zusammenhalten und zusammenkämpfen. Und zusammen untergehen manchmal. Schmitti, ja, darf sich gerne melden. Und dann können wir uns gerne mal unterhalten. Gibt es einen Link von der Korb? Du, wir sind so klein, wir haben noch keine Website, wir haben mich als Streamer hier. Aber Haruhi kann dich sicherlich aufs TS holen und dann könnt ihr mal eine Runde schnacken, wenn ihr wollt, falls du da Interesse hast. Und wenn nicht, dann komme ich auch mal mit dazu und sage Hallo. Ja, wie viele Spieler sind aktuell aktiv? Es gab ja einen doch recht großen Zuwachs in letzter Zeit. Ja, es haben sich doch etliche in letzter Zeit, gerade in den letzten 2 Wochen gemeldet. Da haben wir jetzt insgesamt 3, 4 neue Spieler bekommen. Schnitt, ja, haben wir doch. Ich sag mal so, locker 10 Spieler abends online, um gemütlich intern nur zu diskutieren, zu besprechen, zu reden oder auch Sachen zu erklären oder zusammen etwas zu erledigen oder zu jagen. Oder zum Blödsinn quatschen. Oder zum Blödsinn quatschen. Kommt auch manchmal vor.
Also, ich kann sagen, ich mache ja immer Werbung für auch andere Corps und für Allianzen. Das ist ja, eigentlich gehört zum Programm bei dem Newstime-Stream, dass dort auch Werbung gemacht werden darf und auch soll für die deutsche Community, für die Abteilungen, für die einzelnen Corps. Wir hatten auch schon Wurmloch-Leute hier, wir hatten alles Mögliche eigentlich schon hier, beziehungsweise ja, verschiedene Allianzen und auch Corps. Und ich würde sagen, ich hau jetzt einfach mal ein bisschen was raus, denn Benji ist gerade gemutet, sein Nachwuchs ist gerade etwas laut. Ja, anfängerfreundlich auf jeden Fall. Jeder hilft jedem in dieser Koop und was wir nicht wissen, weiß irgendwer anders, wird auch im Stream immer so verbreitet. Man bekommt Unterstützung eigentlich in jeder Hinsicht, solange wir verfügbar sind und nicht die Hütte gerade brennt, wie man so schön dazu sagt, aber selbst dann findet man eigentlich immer ein paar Minuten Ruhe irgendwo. Von der Organisation her, ich habe selber viele Corps schon durchgelebt und habe auch selber viele geführt. Ich muss sagen, sehr kurze Meldewege, okay, liegt wahrscheinlich auch an meinem Posten, aber ist vollkommen okay. Man kann mit jedem reden. Es gibt genug Offiziere, die Ansprechpartner sind. Und ja, wir haben auch relativ junge Anfänger, Parui Mai zum Beispiel. Es war auch schon ein paar Jahre in Eve unterwegs, hat aber lange Pause gemacht und wusste nicht mehr so ganz viel Bescheid und tralala. Und moin, Trav Alex. Und ja, ich denke mal, wir haben sie gut eingeschult im 0-0. Sie ist hier hart am Minern aktuell. Wobei man auch sagen muss, wir sind als Main PvP-Korb gelistet aktuell. Ist er? Jetzt haben wir das sogar mal öffentlich bekannt gegeben, Benji. Damit da jeder gleich Bescheid weiß. wir nehmen aber auch Miner auf und Kerbers. Also so ist es nicht. Das Ganze soll den Leuten ja Spaß machen. Und wenn sie irgendwann mal Lust haben, mitzufliegen und sich das Ganze mal anzugucken, dann ja, werden diese Spieler auch gerne immer mitgenommen, eingeschult und unterrichtet, wie man dann doch erfolgreich vom Feld geht. Jo, das ist eigentlich so im Großen und Ganzen alles. Also auf jeden Fall, wenn ihr eine Korb sucht, Spaß haben wollt, mit einer netten Community im Hintergrund, dann meldet euch bei Haruhi Mai bzw. bei Benji. So. Jawohl. Ja, ich würde sagen, was machen wir jetzt als nächstes? Zugehörigkeit zur Allianz bzw. geografische Position. Jetzt darfst du mal wieder. Was genau möchtest du denn wissen? Was genau interessiert die Community? Zu welcher Allianz gehören wir? Eine Allianz? Was? Ja, Quirius Inventory. Kann ich da ein bisschen Historie auch ein bisschen reinpacken? Wir haben uns in Quirius eigentlich von unserer alten Allianz getrennt und wollten allerdings in Quirius bleiben und haben uns dann für die RHP entschieden. Da das auch von dem, was sie vertreten, ganz gut mit unseren Idealien und auch mit unserem Motto passt, haben wir uns dann entschieden, Respect, Honor and Passion zu joinen. Damals dann Stil verlassen. Bin drüber gewechselt. Leider war das Geplänkel nur von kurzer Dauer. Es gab leider ein paar unschöne Ereignisse. Und deswegen haben wir dann aber uns trotzdem, da wir unser Wort halten, entschieden, mitzufliegen und mitzugehen und den Umzug zu wagen, hoch in den Norden. Und ja, nun sind wir seit Anfang des Jahres, glaube ich, sind wir jetzt inzwischen in Branch, verweilen hier oben mit RAP. Das ist das, wo wir momentan sind. Das ist da, wo wir hingehören. Wir helfen den Jungs, wir helfen den Kollegen, wir unterstützen die Familie, wo wir können. Viele Funktionen. Es gibt viele Sachen, die man tun kann. Mir hat letztens einer gesagt, dann fliege ich halt mal und mach mal den Sammler. Auch solche Jobs müssen gemacht werden, aber es wird halt auch gedankt. Es kommt noch ein Danke, es kommt noch etwas rum, Oh ja. es kommt noch was. In anderen Korps, in anderen Allianzen, da gibt es kein Danke, da gibt es kein super Danke, dass du das gemacht hast oder Danke, dass du da jetzt hin und her geflogen bist und die Sachen eingesammelt hast. Hier, es ist halt wirklich so, es ist eine Familie, man hilft sich gegenseitig aus, der Kollege hat es gemacht, dafür kam ein Dankeschön, dafür gab es einen kleinen Obolus. Das ist das, was sein soll. Eine Hand wäscht die andere.
Oder wie oft kommt es dann vor? Kann ich mir mal kurz ein Schiff von dir ausleihen? Ne? Ja klar, warum nicht? Ist so. Das ist bei Hier hast uns du. gang und gäbe irgendwie geworden. So von wegen, ja, ich muss mal aber kurz was transportieren. Ja, was denn? Ja, 10 Schiffe. Ja, warte mal. Ratten unterbrochen, Schiffe eingeladen und damit der Tani erst bei DS06 springen. Warum nicht? Wenn ich Redneck ein Schiff ausleihe, muss ich mir erst den Lippenstifthalter wegmachen und noch die anderen Sachen. Was? Vor allem Jetzt ist das mal aufgeräumt. Plüscheinhorn. Du hast immer vorne im Schaufenster im Cockpit ein Fedo sitzen. Ich hasse das Ding. Lass Hugo bitte in Ruhe, ja? Hugo ist niedlich. Ja, nein, also von der Community her top, Nonplusultra. Ich war damals bei Cha-Ching, das war auch schon echt gut da. Die haben sich auch echt Mühe gegeben. Sorry, falls das mal siehst, Grüße gehen raus. War auch fein, keine Frage. Hatte aber leider doch einige grundlegende Probleme. Und ich muss sagen, jetzt hier mit der Korb, mit der Allianz. Alles top, alles Wunderbärchen. Und es macht tatsächlich auch jeden Tag Spaß. Das ist ganz wichtig. Das hat man irgendwann ja. Man kennt das, man überspielt sich irgendwann. Dann hat man keine Lust mehr. Und keine Ahnung, zur Counter-Strike oder irgendwas. Oder ist tatsächlich mal in der Natur. Das ist hier sehr, sehr selten, dass sowas passiert, weil man eigentlich jeden Tag neue, ja, Aufgaben hat. Man kann sich hier sehr stark integrieren. Sei es auf Allianz-Ebene oder auch bei uns korpsintern. Wir haben verschiedene Posten zur Verfügung, die haben wir direkt verteilt, auch an neue Piloten. Wir bringen denen viel Vertrauen entgegen dadurch natürlich. Wird aber gut angenommen insgesamt. Das ist das Schöne. Ja, zu Quarriors, zu Cold Steel und Co. gibt es natürlich auch eine kleine Historie, wie wir uns kennengelernt haben. Benji, willst du das vielleicht erzählen? Diese, ja, kleinen Geschichten, diese kleinen Ausflüge von da unten, oder wollen wir das lieber unter den Tisch fallen lassen? Wir können es doch ein bisschen erklären. Das kann doch ganz leicht. Ich meine, kann man auch ein bisschen was sagen zu unserer Struktur. Kommunikation ist das Wichtigste, das ist das A und O. Wenn es Probleme gibt, dann muss es angesprochen werden. Gab Probleme bei der vorherigen Korb. Es gab Probleme bei Rednecks Korb, bei uns in der Korb. Wir haben einfach gesagt, gut, um die Probleme zu erschlagen, wir machen uns beide zusammen, werden daraus stärker, schlagkräftiger und können damit unsere Probleme erschlagen. Und ja, Wobei der man nächste jetzt, Schritt war halt dann, ja? wobei man dazu sagen muss, ne, das war ja bei uns beiden so der ganz kurze Meldeweg. Wir haben uns abends auch im Test getroffen. Hier, pass auf, ich gebe meiner Korb jetzt noch 2 Wochen Zeit, ob es hier läuft oder nicht, weil wir durch verschiedene CTA-Fehlplanungen damals in der Allianz viele Member verloren haben. Ich war nicht mehr handlungsfähig mit meiner Korb. Und da haben wir einen ganz kurzen Meldeweg eingehalten, haben uns 2 Wochen selber als ja, Zeit Plan gegeben, ob es dann läuft oder nicht. Und dann nach 2 Wochen bin ich zu dir hin und habe einfach gesagt, pass auf, meine Member schicke ich jetzt alle zu dir rüber, in 24 Stunden ist meine Korb zu. Ich habe Das war wirklich sowas, der kurze Weg. also in einer deutschen Community unter 2 CEOs, ja, das ist schon selten, dass das so gut geht. Und jetzt? Jetzt haben wir ein Fünferrad für die, die es interessiert. Wir versuchen hier Transparenz zu pflegen. Ich bin nicht immer da. Ihr habt es vorhin gehört, meine Kleine schreit, ich muss auch mal weg. Ich bin auch nicht jeden Abend online, aber Redneck ist dafür da oder einer der anderen Co-CEOs. Die dann auch gerne weiterhelfen, das Ganze halt herantragen, entweder an das Leadership oder an die Allianz oder auch an die Leute, die das Ganze regeln können. Und somit versuchen wir zu gewährleisten, damit immer ein Ansprechpartner von der Korb, von der Führung irgendwo da ist. Das ist halt auch wieder wichtig, weil wie gesagt, wenn Probleme da sind, müssen besprochen werden, die müssen geklärt werden. Ganz genau. Ganz wichtig, reden. Reden, reden, reden. Ja, wie gesagt, ich versuche das natürlich jetzt hier neutral rüberzubringen, aber ich bin sein Co-CEO. Ich habe da viele Posten mit, habe das Ganze jetzt mit aufgebaut hier, habe den Kontakt zur RHP ja, verschuldet. Und ich kann das nicht so neutral halten, glaube ich. Also, ihr merkt es sicherlich, wir reden immer davon, wie wir das machen. Sorry, aber. Ja, das ist nun mal meine Heimat. ja, zu Quarriors, Inventory unten in Quarriors war eigentlich eine witzige Geschichte. Bei Cold Steel mit allem drum und dran. Wir waren echt, oder meine Korb war einer von den Bekloppten, die mit ziemlich teuren Stratos-Fittings dabei rumgeflogen ist und versucht hat, PvP zu machen.
Und das Ganze hat dann eigentlich angefangen, nachdem wir die Korps fusioniert hatten. Leider gab es dann dort unten einige Probleme, Allianzprobleme. Einige haben es im Stream ja mitbekommen. Ich wurde fast gearvoxt von einem Allianz- oder ehemaligen Allianz-Member. Und dann haben wir den Kontakt zur RHP gesucht, weil die dort unten auch zufälligerweise on Tour waren. Und ja, dann sind wir dabei getreten und nach wie lange war es? Ich glaube 4 Tage, ne? Vergiss mal noch nicht die andere Sache. Welche andere? Da ist so viel Wir haben passiert. unten in Wir haben unten in Quirius schon die Green Beans gemacht und haben auch andere Ja. Leute, die ein Blue Standing zu Steel hatten, eingeladen, da mitzufliegen. Und wie es der Zufall will, haben sich auch mal ein paar RAP-Spieler, die in Quirius gelebt haben, sich in unsere Flotte verirrt. Oder haben sich wohlgefühlt, sauwohlgefühlt. So kam es dann halt auch, dass ich angefragt worden bin, hey, wir hätten da mal was, könntest du vielleicht FC machen oder so, du hast es drauf, das klappt ganz gut, du bist ruhig, du gehst da ganz entspannt ran. Also, Ja, so war kam's. witzig. Ja. War sehr witzig. Und da hat sich das dann langsam auch so, ja, community-technisch, ihr wisst durch meinen Stream, ich versuche es ein bisschen, ne, eine Community-Front zu stellen für den deutschen Bereich. Da hat es dann auf einmal sich ziemlich schnell verselbstständigt, dass wir zusammengearbeitet haben. Tatsächlich. Ne? Wir hatten ja auf einmal auch Schiffe gebraucht für die CTA. Innerhalb von 24 Stunden hatten wir da unten Schiffe im Wert von ein paar Milliarden liegen. Das hat einfach funktioniert ohne großes Heckmeck und auch sowas ist echt selten in EVE. Ja, wir sind dann der RHP gejoint und dann gab es ja den großen Umbruch unten in Quirius. Banshee, möchtest du das erzählen? Ich meine, die Aktion war schon sehr geil, auch was wir mit unseren paar Mann nur machen mussten da unten. Das war schon echt witzig. Ja, selbstverständlich, darfst du eine Frage stellen. Und Christa, ich grüße dich. Wie gesagt, ihr dürft die ganze Zeit hier zwischendurch schreiben. Ich habe hier den Chat offen. Ich sehe das Ganze. Die gerne für eigene Flotten in eigene Schiffe mit 2% Gewinn an Allianz Corp Member verkaufen. Nö, wir geben unsere Schiffe teilweise echt gratis raus. Da verwechselst du uns jetzt, glaube ich. Noch eine Query So. Industry. Vielleicht ist es auch diese, aber nein, also Also 200% Gewinn an Ali oder Corp? Nein. Wenn es über Allianzverträge läuft, sind natürlich ein paar Prozent drauf gerechnet vom normalen Preis, weil wir sitzen im tiefsten 0-0. Man hat den Transport dabei, man hat die Arbeit dahinter. Das ist wobei man aber auch sagen gedeckelt. muss, wenn es über Allianzverträge geht, sind auch meistens andere Produzenten oder Lieferanten, die das Ganze an Geld sehen. Da sieht dann meistens auch die Korb, wie wir, Query Inventory, gar nichts davon. Das ist alles dann, also sprich der Verdienst für denjenigen, der das Ganze halt reingebracht hat, reingeschippert hat, etc. Deshalb, also 2% Gewinn, nein. Also vielleicht 5 bis 10% Gewinn, das ist aber Und selbst gedeckelt. das nicht mal. Ja, Ja. es ist ja gedeckelt, also von daher höher geht's nicht. Ich kann es doch einfach mal erwähnen. Fox, danke an die Spende, von deiner Spende oder auch von anderen Spenden. Entweder wir kaufen Schiffe, wir kaufen Fittings. Das wird meistens für die Spieler rausgegeben. Oder wir kaufen Skillbücher. Wir hatten am Freitag auch ein paar Leute gehabt. Wir haben gesagt, hier, ich kann das nicht fliegen, ich kann nicht in die Treasure einsteigen. Ich habe ein paar Skillbücher da, durch ein paar Spieler von der Familie. Die haben sie gespendet, die haben die reingebracht, haben gesagt, hier, da, guck mal, kannst du wahrscheinlich am meisten gebrauchen, du willst doch die fliegen. Haben wir weitergegeben, die Spieler konnten innerhalb dann von ein wenigen Minuten, ich sage es mal 8 Minuten oder was das war, konnten sie dann in die Treasure auch einsteigen, konnten mitfliegen. Das ist halt einfach das, was es ist. Ich habe da nicht gesagt, komm, ich kauf sie dir oder komm, ich bezahle sie dir, sondern es ging einfach eins zu eins rüber, ohne irgendwelche Bezahlung. Also in den meisten Fällen geben wir eigentlich die Schiffe raus umsonst. Ganz genau. Gut. Ogni, schreib. Ach, da ist es okay. Stimmt es, dass Quirius Inventory professionelle Dominas in ihren TS hat, um die Moral zu heben? Ich sage es nichts mehr. Wir haben auf jeden Fall Spaß in unserer Korb. Oh, das kann man jetzt echt falsch verstehen. Heißen die männliche Domina, Domino? Guck mal, Harubi macht XD, Tramalex macht XD, da mache ich auch ein XD. Nein, also wir sind ein lockerer Haufen, keine Frage, und wir haben definitiv Spaß in unserer Korb. Bitte jetzt nicht dieses Wort Spaß falsch interpretieren. Wir sitzen hier im TS und unterhalten uns alle zusammen auf einen Haufen. Es gibt keine dunklen Ecken bei uns.
Sicher? Ich habe sie noch nicht gefunden. Muss ich mal unseren Hund vorschicken, wa? Nein, also, wie gesagt, wir sind ein lockerer Haufen, macht Spaß. Alle auf einen Haufen. Quasi. Haufenbildung. Gut, aber das Thema lassen wir jetzt so, weil na, ich habe hier nicht den FSK 18 Knopf drin. Gut, ich hoffe, deine Frage ist damit beantwortet. ja, und wir haben eine Frau bei uns. Warte mal. Eine? Ja, eine. Also, Sarah, wenn du möchtest, kannst du auch gerne einfach mal ins Studio hochkommen und den Orkney davon überzeugen, dass wir keine Domina bei uns im TS haben. Eine echte? Oh ja, die ist echt. Man sieht uns übrigens alle. Benji zu, sagen wir mal, 50%. Furo! Mensch, Dankeschön. Lüge, sind zwei. Verdammt. 3 Monate bist du schon dabei. Geile Sache. Es gibt übrigens bald neue Bildchen dafür. Jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich denn gerade erzählen? Du wolltest die Frauenthese widerlegen Nein. bzw. beweisen. Nein, ich wollte was ganz, ganz anderes. Und Du wolltest zwar. ansagen, wer alles auf der Chiefliste ist von uns, Ja, und von zwar. RAP und Query. Alle, tatsächlich. Wir kommen mit ziemlich vielen Leuten. Benji wird eventuell dabei sein. Das ist so ein bisschen tricky noch. Ich werde als Streamer da rumlaufen und auch ein paar Fotos machen und auch ein paar Videos dann für den deutschen Community-Bereich. Wir werden ziemlich viel Bier trinken, den Freitag zumindest, und uns die Vorträge dann Samstag anhören. Und nein, es ist keine Schleichwerbung, es ist tatsächlich eine Offensivwerbung, weil wir hatten G-Fleet hier. Wir haben schon darüber gesprochen, was dort alles passiert, wie der Ablauf ist und Co. Und natürlich mache ich dann auch für mich mal ein bisschen Eigenwerbung, dass wir auch da sein werden. Als Korb und auch als Ali. Wird auf jeden Fall witzig. Wenn ihr auch keine Karten habt, dann kauft euch noch eine. Wird langsam knapp. Die Plätze sind begrenzt auf 300. So, jetzt wieder zurück zu Querulous. Ganz speziell zu unserer tollen IWAG-Aktion, würde ich sagen. Willst du was erzählen? Oder soll ich? Och, ich mach mal den Anfang und du machst den Rest. Alles klar. Ja, wir waren eigentlich gerade frisch am Wechseln. Wir haben Stil verlassen und wollten dann rüber zur RAP, haben dann auch gewechselt. Und dann, wie es der Zufall will, gab es ein diplomatisches Problem zwischen uns und zwischen RAP. Ich bin da leider auch nicht komplett im Boot. Solltest du, Flo, Redneck, da ein bisschen mehr wissen, dann einfach nur mal kurz reingrätschen. Also wenn ich Auf jeden mich Fall was. recht entsinne, waren die Probleme tatsächlich, dass es hieß, dass RHP dort unten nicht nur Fuß fassen möchte mit einer Abteilung, sondern das alles übernehmen wollte. Nein, das haben wir, glaube ich, jetzt schon zigmal dementiert. Das war tatsächlich nicht der Fall. Ja, die haben sich da unten einfach nur ein System gemietet und haben da unten dann ihre Kerbers reingesteckt und ja, das war's. Mehr sollte da nie passieren. War aber ein totales Fauxpas und dann gab es eine Änderung im Leadership von Goons für den Bereich Couriers dort unten. Und dann wurde ein Hardliner eingesetzt, der gesagt hat, so alles muss raus. Sommer Schlussverkauf. Ne, Frühlings, ach, ist egal. Und dann war da unten auf einmal ein 24-Stunden-Timer, wo wir dann auf einmal Krieg hatten. Das war nicht so schön. Das Doofe war, es war eben alles auch vormittags so, dass wir das gar nicht richtig mitbekommen hatten und mit allen drum und dran. Und dann wurde evakuiert. Und da muss ich sagen, Benji, du hast das auch live miterlebt. Das ist nur für harte PvP-Spieler. Nein, wir nehmen auch Kerbers auf, sonst wäre ich ja auch nicht in dieser Korb. Ich glaube, er meint Querius die Region. Ja, Querius ist für Achso. harte PvP-Spieler. Nein, Querius ist für Pussys. Querius ist für alle möglichen Spieler quer durch die Bank. Es gibt harte, die meinen, sie können hier PvP machen. Die Exiled Gaming und andere Freunde, die wir unten hatten. Gibt aber auch genauso gut andere Leute, die nicht unbedingt hart PvP wollen. Auch andere, die wollen einfach nur den Reibach machen oder ein bisschen was machen. Dazu sage ich jetzt nichts. Herralox, der Scammer, da war mal ein Thema, das haben wir auch schon des Öfteren gehabt. Da hat sich auch mal das Allianz-Logo
Leadership beschwert, dass hier Verträge überhalb des Cheaterpreises sind. Was soll ich dazu sagen? Das gibt's auch bei Darkness. Oh, pardon, jetzt habe ich zu viel verraten. Oder soll ich jetzt sagen? Naja, gut. Ich bin ruhig. Das spricht meine Erfahrung aus verschiedensten Allianzen, wo ich auch vorher war. Und ja, es gibt auch andere. Es gibt auch Hardcore-Elite-PvPler, die sich gerne ihr letzten Iski aus der Tasche ziehen lassen. Hauptsache, sie müssen ihren Arsch nicht bewegen und kriegen alles frei ausgeliefert. Entschuldigung, wenn ich jetzt mal so sage. Alles gut, das sagt leider die Wahrheit. Offen. Quirius ist ein Background für PvP-Willige, für Spieler, für Aufkommende, für junge Allianzen, für aufstrebende Allianzen, die einfach mal schauen wollen, ob das klappt. Plus in Quirius Fight Club gibt es noch immer diese lustigen, deine Hochburg, deine Zitadelle, nämlich dein Heimatsystem, was ja nicht genommen wird oder nicht genommen darf. Also es gibt unten schon Regelungen, die nett sind. Es gibt Spielregeln da unten. Das war auch am Anfang eigentlich sehr interessant und hat einem das Gefühl von Sicherheit gegeben, aber da unten ist man bei weitem nicht sicher. Man hat gesehen, wie schnell es gehen kann. Zu der IVAC-Aktion, das ist nämlich auch wieder so ein Community-Ding, was ziemlich geil eigentlich war. Das hat echt Laune gemacht. Wir haben hier im TS gesessen. Benji und seine Leute kannten die RAP noch nicht. Ich war schon mal vor langer Zeit dabei. Und hab die Jungs dann damit reingeholt, weil ich gesagt habe, Leute, ihr habt noch nie so eine geile Community erlebt. Und den Tag konntet ihr euch, glaube ich, davon überzeugen, wie geil das war. Wir haben innerhalb von 4 Stunden eine Komplett-Evakuierung der Allianz vorgenommen. Dort unten. Das lief. Und das war tatsächlich ein Selbstläufer. Man hat sich zusammengesetzt ins TS. Alle Offiziere hatten was zu sagen, alle anderen haben nur zugehört. Und dann gab es die sogenannte Arbeitsteilung. Der Logistik, der dafür, der dafür, der dafür. Da wurde nicht gefragt, warum muss ich das machen, warum soll ich das machen, nein, ich möchte lieber das machen, da hieß es nur jawohl. Und dann haben die Leute sich Member geschnappt zur Unterstützung. Ich war einer von 2 FCs da unten mit, von Quirius. Und wir sind dann am Roam gewesen und haben ja den Weg freigemacht für unsere Blockade-Runner, die dann eben 6-7 Jumps immer hin und her gesprungen sind. War eine richtig geile Aktion und das hat echt Laune gemacht. Auf jeden Fall. Ja, und dann waren wir auf einmal im hohen Norden. Ne? Ja. So, und ich würde mal sagen, dir gefällt es wahrscheinlich immer noch. War definitiv keine schlechte Idee, so zu wechseln. Und ja, nette Community auf jeden Fall. So. Benji, haben wir noch irgendetwas Wichtiges, was wir unserer Community mitteilen möchten? Habe ich irgendwas vergessen? Oder irgendwelche geilen Stories? Ach so, genau. Apropos geile Stories. Durch irgendwelche komischen Zufälle entstehen dann immer so Freundschaften, wenn man irgendwo unterwegs ist. Und wir haben ja verschiedene Leute dort kennengelernt. Gangolf ist irgendwie auch so ein treuer Wegbegleiter, der uns immer hinterherfliegt. Kann das sein? Er mag mich. Fan. Er hat die Haare schön. Mensch, jetzt haben wir es doch mal im Stream gesagt. Deine Kamera autofokussiert. Ja, weil ich mich tatsächlich bewege. Sorry. Muss ich mal ausschalten bei Gelegenheit. Und wenn ich das jetzt mache, dann spinnt wieder das System rum und da habe ich jetzt keine Lust zu. Ich bewege mich einfach nicht mehr. Kann man zu Gangolf sagen? Gangolf ist ein langer Weggefährte, den kennen wir schon etwas länger. Er war damals auch mal unter Init oder unter Northern Coalition. Damals war er Renter mit seinen Leuten in 4-G. Man mag es sogar kaum glauben, auch Meralox stammt aus dieser Zeit, aus dieser Region, aus diesem System. Das heißt, die saßen eigentlich direkt der Nachbarschaft zu der Korb, der ich damals dabei war. Und wir haben uns dann da ein bisschen angefreundet. Ich habe damals noch fröhlich vor mich hingebaut, wenn irgendwas gebraucht wurde, Munition etc. pp. Habe ich es herangeschafft oder habe ich geguckt, dass ich es ranschaffe, damit die Leute halt ihre Waffen durchladen können oder auch ihre Erzkristalle, sonstiges haben. Und das war damals die Zeit, wo ich dann auch den Golf kennengelernt habe. Und immer, wie es der Zufall will, war immer eine Seite meine Wenigkeit, auf der anderen Seite Gangolf. Und wir haben auch öfters zusammengeflogen, aber auch manchmal gegeneinander, einfach mal zu schauen, die Grenzen auszutesten. Ja, und wie es der Zufall wirklich will, wir sitzen jetzt hier oben im Branch und ratet mal, wer vor 3 Wochen
Basisthema weiter eingesogen ist. Gangolf. Denn viele Grüße in diesem Sinne an Gangolf, an den FC Della Warrior und auch an DQF, die auch vor ein paar Wochen hier waren zu Gast in dem Stream von Merandir. Ne? Also, sie sind zwar auf ja, nicht unbedingt freundlicher Seite zu uns oder zur Allianz, aber trotzdem verstehen wir uns sehr gut eigentlich mit den Leuten, ne? Es ist einfach so, man kennt sich so von ja schon etwas länger und ein drum und dran und man schnackt dann mal hier oder schreibt da mal in Discord oder geht auch einfach mal aus der TS und hat einfach mal eine halbe Stunde ja bisschen Smalltalk gehalten. Ist eigentlich immer ganz schön. Wir müssen mal wieder ein bisschen PvP machen, Benji. Ja. So, direkt mal wieder anmelden. Sag's doch gleich, du möchtest Gangolf besuchen. Ist okay. Ja, diesmal nehmen wir aber die richtigen Schiffe, die Black Beans. ja, also so viel zu unserer doch sehr aktiven Community-Arbeit, nicht nur von unserer Korps, sondern auch von der ganzen Allianz. Es wird eventuell demnächst noch eine kleine Randinfo geben, die ziemlich wichtig sein kann für einige. Das wird aber, ich denke mal, 2 Wochen passieren. Dann werde ich dich auf jeden Fall brauchen, Benji. Benji gehört nämlich auch zum Stream-Team, der ist Übersetzer, weil er spricht eigentlich sehr fließend Englisch. Und ihr kennt mein Englisch, das ist immer so ein bisschen. Ja, also ich könnte auch ein Bild malen. Dann versteht man mich genauso gut. How do you do? How do zuerst? Ja. Mein Englisch ist not yellow from the egg. Nee. Genau. Nein, ja, Benji wird Übersetzer machen und wir werden etwas Neues ausprobieren. Wir wissen ja, Eve ist nicht unbedingt ein Spiel für ja, unter 18-Jährige, sondern doch eher so Ü30 und aufwärts. Deshalb versuchen wir das Ganze etwas umzumodeln. Und zwar werden wir uns jetzt auch anderssprachige Allianzleiter, Diplos und Co. in den Stream einladen. Bei Brave bin ich immer noch dran. Das ist ein ziemlich langer Meldeweg, bis man da mal jemanden hat, der sich bei einem meldet. Oder auch andere Allianzen. Oder auch Franzosen und Co. Was alles so in die Firmen vertreten ist, werden wir uns dann mal herholen. Der Benji wird dann als Übersetzer fungieren. Ich werde genauso das Gespräch führen wie jetzt mit Benji. Wir werden ein bisschen auf Deutsch schnacken. Er übersetzt das Ganze dann in Englisch und übersetzt das Ganze dann auch wieder zurück. Dadurch zieht sich der Stream natürlich ein bisschen, aber so sind dann auch die nicht englisch sprechenden Zuschauer hier nicht im Nachteil. Ich hoffe, das ist auch in eurem Sinne, dass wir uns da ein bisschen ja, breiter fächern, weil die deutsche Community ist nun mal klein. Wir hatten jetzt schon, das ist jetzt die 12. Folge. 10 davon waren Allianzleiter bzw. Korps. Da wird das schon etwas dünner irgendwann. So viel dazu. Benji, ne, vielen Dank für deine Arbeit auf jeden Fall. Und vielleicht kriegen wir das ja dann die nächsten Wochen jetzt endlich mal hin. Der Plan steht ja schon etwas länger. Ich sag schon mal vorab, ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass wir uns vorstellen durften, dass ich die Queries Inventory vorstellen durfte. Und ja, ich freue mich auf den Termin. Ich freue mich, wenn ich dir helfen kann. Weil, wie gesagt, ja, sag Bescheid, wenn du irgendwas hast. Deutsch, Ja. Englisch, Englisch, Deutsch. Ja, du Standard. Helfe ich dir gerne. Sehr gut. Finde ich sehr schön. So, das ist Community. Ja. In diesem Sinne würde ich sagen, ja, kauft euch ein Ticket für die G-Fleet, dann können wir alle mal ein Bierchen zusammen trinken. Ja, ne, Benji? Wir beide auf jeden Fall auch. Jawohl. Und ja, ich denke mal, mich wird man erkennen und den Rest ringsrum dann auch. Wird man überhaupt eine Chance als Wiedereinsteiger mit billigen 35 Millionen Skillpunkten im 0-0? Benji? Natürlich, aber Ja. sicher. Also, ab wann nehmen wir 35 auf? Millionen, wir nehmen ja schon ab auf 2 Millionen. Also, Dexo, mach eine Bewerbung fertig, schick sie in Queries Inventory. Wir suchen dich, wir nehmen dich. Beziehungsweise ich Wir schicke dir gehen mit. mal meinen Ingame-Namen. Dann kannst du direkt dich bei dir melden. Bitte eine Eve-Mail schreiben, nicht Chatfenster. Weil, ja. Ich habe dir den Namen geschrieben hier in Twitch. Seite aktualisieren, dann sollte der Chat drin sein. Schreibst du eine Mail hin und dann melde ich mich bei dir. Beziehungsweise können wir auch wahrscheinlich gleich ein Bewerbungsgespräch führen, wa? Jo. Ne? Wir sind ja da. Kurze Wege.
Ganz genau. So, in diesem Sinne, Benji, vielen Dank für die Vorstellung und ja, ich hoffe für meine Community, es war euch neutral genug. Ja, ich dachte mir, ich könnte auch mal die Korb vorstellen, wo ich drin sitze, weil es ist eine tolle Korb. Macht Spaß. Gut, wir sehen uns wieder spätestens am Freitag. PvP ist angesagt. Circa ja, 21 Uhr bis 21:30 Uhr werde ich den Stream starten. Wir werden dann unsere Kampagne schon starten, oder? Benji? Du hast nicht so viel verraten, vielleicht. Also wir werden dann Freitag die Kampagne starten. Das heißt, es gibt für euch neue Sachen zu sehen. Ganz wichtig. Keine unbekannte Gefilden. So viel verraten können wir. Du verrätst viel zu viel. Super, jetzt weiß jeder Bescheid. Ja, nein, wird witzig. Wir haben viele Leute dabei. Wir haben auch ein paar Anfänger dabei. TS wird natürlich dann wieder nicht aufgenommen. Warum wurde ich jetzt schon mehrfach gefragt? Aus einem ganz einfachen Grund. Das ist wie eine Drunken Fleet, eine Fun Fleet. Und dort wird nun mal auch ein bisschen Alkohol getrunken. Und dann kommt man doch in einen Redefluss, der manchmal etwas unter die Gürtellinie gehen könnte. Ja. Um dich mal noch zu kurz zu korrigieren, ich habe eine Karte von Dell vor mir liegen, ich habe eine Karte von Providence vor mir liegen, von Catch, von Quirius, von Thenal und Venal. Ich habe auch noch andere Systeme gelebt Du und druckst dir echt gesehen. die Karten aus, oder? Aber hallo, ich habe sie sogar laminiert. Alter Schwede. Ja, ich hab drei Monitore. Das Lustige ist, dass die Karten, also die Karte von Quirius, da steht noch IA in den Systemen und Init. Falls jemand damit was anfangen kann, das war damals IA Initiative Associates, sprich die Renter von Init. Da war sogar noch Wall Trappers unten. Solar Fleet, was haben wir denn hier noch drin sitzen? Aha, Solar, Init, Init, Solar, ja. Und Wall Trappers, also da war richtig. Ah, Get Off My Lawn war auch noch dabei. So alt sind meine Karten. Ja, ich müsste sie überarbeiten oder einfach mal nochmal neu ausdrucken, aber Nein, nein. mir geht es einfach nur darum, um. Das sind Relikte aus vergangenen Zeiten. Die musst du aufheben. Die sind irgendwann mal viel Geld wert. Ach, Grunde genommen, das ist einfach nur wichtig, einfach ein bisschen putzen, Überblick zu haben. Okay, links ab geht's da runter, rechts ab geht's in die Hölle. Sackgasse. Gut. Schlecht. Dot Logics, richtig. Ja, wie gesagt, deshalb nehme ich TS nicht auf, weil die Leute sollen ihre Ruhe haben. Es wird immer viel erklärt zwischendurch. Es gibt auch normale Fleetcoms natürlich, dann, wenn es losgeht, richtig. Aber es wird eben auch viel erklärt zwischendurch. Und ich kann mich nicht mit euch gleichzeitig unterhalten, während der TS dann am Reden ist. Das würde euch, glaube ich, tierisch auf den Nerv gehen. Und ja, mir dann auch, weil ich muss dann immer aufhören, mit euch zu reden, wenn dann TS redet. Viel zu kompliziert, deshalb TS wird gemutet, fertig ist. Und wenn was Geiles gerade passiert im Test, dann erzähle ich euch das ja meistens eh. Lou hat nur Angst, dass sein Bier austrocknet, weil er nicht zum Trinken kommt. Ich trinke im Stream kein Bier. Sag ich doch. Gut. So, in diesem Sinne sehen wir uns Freitag 21 bis 21:30 Uhr. Ganz heute noch angekündigt auf Facebook und Co. Link dazu unter dem Video. Lasst ein Follow da, wenn es euch gefällt. Lasst ein Sub da. Vielen Dank dafür übrigens, Ingo. Und ja, erzählt euren Freunden. In diesem Sinne, macht es gut, fly safe in die Nacht und eine schöne Restwoche auf jeden Fall. Benji, du darfst jetzt auch nochmal Tschüss sagen. Solange lasse ich noch an. Tschüss. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ja, schauen wir mal, wann das dann sein wird, ne? So. Freitags Green Beans. Ja, stimmt. Aber da hört man dich ja nicht. Dafür bist du So. doch die Stimme der Korb. Passt. Ja, stimmt. Maskottchen, ne? Das rosa Einhorn. Irgendwann, irgendwann. Das hast du gesagt. Kurze Anekdote dazu. Ich habe mal ein rosanes Einhornkostüm angehabt von meiner Ex. So ein, wie Extra heißt flauschig, die? flauschig. Jumpsuits. Oh. Ne? So ein Einhornkostüm. Und ich habe davon mal ein Foto gemacht gehabt, um eigentlich einen Kumpel ein bisschen zu verarschen. Und dieses Foto habe ich dann irgendwie ein falsches Mal geschickt. Auf jeden Fall bin ich jetzt das plüschige Einhorn hier in der Allianz. Ja, war das nur? Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall witzig, ne? Seitdem haben wir immer Spaß. Gut, also, macht es gut. Bis Freitag dann. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.